gibt man nur Hipsters und Dazugezogene. Und es ist dazu nebenbei noch ein Touristenplatz. Laut der Überschrift habe ich jetzt die Überschrift zitiert. Freunde, was geht ab? Das ist hier zu viel zur Einleitung. Wir sind heute im Prenzlauer Berg, Eberswalder Straße. Ich würde sagen, das Ganze ist ein One-Take ohne viele Schnelle. Der einzige Schnitt wird hier sein, das Intro. Und los geht's. Bevor das Video beginnt, Daumen nach oben. Bevor das Video beginnt, Freunde, was geht heute ab? Bevor das Video beginnt, natürlich Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und viel Spaß mit dem Video. Let's go! Eberswalder Straße. Ein sehr, sehr beliebter Ort in Berlin. Prenzlauer Berg, Ostberlin. Und jetzt laufen wir mal so ein bisschen am Helmholtz-Kiez vorbei sozusagen. Hier so an den Straßen kurz. Und dann nochmal Richtung Helmholtz-Kiez, was hier in der Nähe ist. Und einfach nur drum und dran. Super laut, Leute laufen über Rot. Ja, Ostberlin, Freunde. So läuft das hier. Alibaba, Rösa, alles was du willst. Auch ganz viele arabische Läden inzwischen, die hier sind. Vorher war es ein bisschen weniger. Jetzt haben es die arabischen Läden bis in den Osten geschafft. Papelallee, Danziger Straße. Hier kann man übrigens auch feiern gehen. Hier gibt es einen Club namens Soda Club. Da bin ich damals vielleicht ein paar Mal reingekommen. Aber seitdem ich mit den Partys aufgehört habe, kam ich da auch nicht mehr rein. Also ich ab und zu mal wenn man das zufällig mal rein wollte oder so. Ja, wenn das Party-Lifestyle aufhört, dann ist auch natürlich mal schwieriger. Vorher baut man sich auch natürlich so ein bisschen Connection auf. Wenn man die Türsteher mal wieder sieht, dann kennt man die irgendwann und dann kommst du auch rein. Aber dann hinterher irgendwann gibt es ja auch neue Leute und dann ist es schwieriger. Dann kommst du auch gar nicht mehr rein. Aber darum geht es hier heute gar nicht. Schaut mal, wie voll das hier besucht ist. Wie voll der Ort ist vor allem. Und darum geht es heute so ein bisschen. Wir gehen mal erstmal so einen runden Kreis, so einen Kreis und dann gehen wir in Richtung Holz. Was war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ein Viertel. Ja. Kleiner One-Take. Keine Schnitte, außer zum Intro, die ihr gerade gesehen habt. Das ihr gerade gesehen habt. Was ist heute schon wieder los? Und schon wieder eine Überrot. Bam, Digga. Ich könnte eigentlich Videos machen und Leute hochgehen lassen, so hops nehmen lassen, dass er über Rot gelaufen ist, einfach zur Polizei geht. Aber ich glaube, das wäre dann schon zu deutsch. Ich bin kein Bio-Deutscher. Ja, so Bio-Deutsche würden das auf jeden Fall machen. Leute filmen, abfotografieren, wenn die über Rot fahren oder laufen. Dann schön nochmal es gibt da so eine Polizei-App, so eine Falschpark-App und sowas. Dann nochmal schön reinmelden alles. Aber mache ich nicht. Ich habe auf jeden Fall sinnvollere Sachen zu tun im Leben. Zum Beispiel meinen YouTube-Kanal filmen. Ja. Ja, schaut euch mal hier die Station an. Hier auf der anderen Seite. Straßenbahn ziemlich voll, meiner Meinung nach. Und das kennt man ja, alles beklebt, bedruckt. Berlin, Ostberlin vor allem. Schaut mal hier, Straßenbahn, Full House. Dann haben wir die U-Bahn, Full House. Leute gehen da gerade hoch und runter. So sieht Berlin-Prenzlauer Berg aus, an einem Mittwochabend. Ja. Ihr seht, ziemlich gut belebt, ziemlich gut besucht. Polizei, Krankenwagen. Es ist auf jeden Fall der Teufel los hier. Und ich weiß auch noch nicht mal, was die Wohnungen hier so kosten. Also, Prenzlauer Berg ist ja so ein bisschen wie Kreuzberg, aber bei weitem noch nicht so. Ja, da haben wir noch ein bisschen direkt, ein bisschen Papier, ein bisschen Burger, Tüten auf dem Boden. Jetzt gehen wir mal kurz in die Richtung. Hier gibt es ja wirklich alle Himmelsrichtungen, Alter. Weiß erst gar nicht, wo ich anfangen soll, aber alles gut. Was geht, Jungs, ja? Alles klar bei euch? Ja? Die Kennex haben es bis zum Prenzlauer Berg geschafft. Ja. Was? Ja. Die Kennex sind überall, Digga. Auch hier. Ja.
gut, hier haben sie ihre Läden, hier arbeiten sie hart. Und in Neukölln und Kreuzberg wohnen die halt, hängen die ab. Ja. Super nette Jungs. Lag TikToker, wie geht's? Ich glaube, das ist so die Jugendsprache. Ja. Ja, hey, auf jeden Fall ist das hier richtig voll. An einem Mittwoch. Prenzlauer Berg, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was die Wohnungen hier kosten, aber hier hat man ungefähr genauso einen Einblick wie in Kreuzberg, so ein Stil, so ein Vibe, so ein Berliner, so ein typischer Berliner Vibe aus dem Prenzlauer Berg, könnt ihr hier zum Beispiel auch sehen. Also ich will die Namensschilder jetzt nicht zeigen, aber ja, also es ist vergleichbar mit Kreuzberg zum Beispiel, Kreuzberger Kiez. Wir gehen jetzt da hinten noch mal ein bisschen weiter vor. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war. Naja gut, ist ja egal. Hier gibt es auf jeden Fall auch crazy Leute, ja, in jedem Ort in Berlin, an jedem Ort. Ja? Also hier tobt auf jeden Fall das Essen, so Märkte. Das mit den Märkten hier so in Prenzlauer Berg kenne ich gar nicht so. Das ist alles irgendwie so ein bisschen neu. Das ist so vorher immer ein bisschen weniger gewesen, jetzt mittlerweile immer viel mehr. Hier die Straßenbahn auch cool. Ja. Also zum Teil auch sehr viele Altbauten. Neubauten sehe ich hier auch. Neubau ist klar. Aber die Altbauten sind eigentlich sehr gut erhalten hier. In Prenzlauer Berg. Das sind alles so alte Gebäude. Und das dann kommt hier so wieder alt mit neu zusammen. Ein bisschen Sperrmüll auf den Straßen Prenzlauer Bergs. Ja, ist eine tolle Gegend so. Wie gesagt, wohnungstechnisch weiß ich nicht, was hier so läuft. Kann man hier eine Wohnung überhaupt bekommen? Ich glaube, die Wohnungen hier sind nicht nur unbezahlbar, sondern aber auch schwer zu bekommen. Sehr, sehr heiß begehrt. Ja, da muss man auf jeden Fall jemanden kennen von der Wohnungsgesellschaft. Was geht ab? Alles klar? Ja. Die jüngere Generation erkennt mich überall. Ja. Ja, hey, auf jeden Fall. Der Typ fährt hier auf dem Bürgersteig. Geiler Typ. Ja, ist eine geile Ecke auf jeden. Ja. Ist halt schwer, wenn du jetzt hierher ziehst. Ist halt nicht einfach. Ne? Wenn du hierher ziehen möchtest, ich habe da einen Kollegen, der Kamberg aus Bayern, der wollte ja auch hierher, aber hat er nicht geschafft. Der meinte, es ist fast unmöglich. Man kann das bekommen, man kann eine Wohnung hier bekommen, aber man muss sich wirklich anstrengen. Es dauert auf jeden Fall länger. Und er wollte ja ganz schnell in Berlin sein. Er wollte ordentlich schnell in Berlin sein. Er hat es dann innerhalb von 3-4 Wochen geschafft, umzuziehen. Und hat dann auch eine Wohnung bekommen in Schöneberg. So. Und Schöneberg ist schon schwer. Aber hier ist am heftigsten. So Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Hat er ja gesagt. Eigentlich wollte er so in die Richtung Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Sogar gegen Mitte hätte er nichts. Mitte ist auch geil. Aber hat er alles nicht bekommen. Kriegst du auch nicht. Woher denn? Wie denn auch? So, weißt du? Wie willst du eine Wohnung hier bekommen, so, weißt du? Das ist ja schon fast unmöglich. Ja? Darum geht's ja. Darum führe ich euch so ein bisschen rum hier. Genau, wir wollten ja zu diesem Holzhausviertel. Oder wie auch immer das man nennt. Ihr seht ja, hier ist alles durcheinander, alles zu viel so. Verschiedene Gegenden, verschiedene Richtungen, meine ich. Jeweils bei der Straße, für die ganzen Touris. Wir gehen mal ganz kurz hier nochmal über die Ampel. Jemand ist immer irgendwie hier unterwegs. Dann Leute, die Essen liefern. Also es ist hier super laut. 24/7. Auf jeden Fall. Das Ganze ist hier wirklich 24/7. Ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz im Viertel. Dieses Holzhausviertel. Alles voll hier. Allen Mittwoch. Hier nochmal eine Ampel kurz. Blumenläden, junge Menschen, alte Menschen, Fahrradkuriere, Volt, Lieferservice, was ihr wollt. Es geht hier ab. Ja, ey. So sieht das aus. Finde ich mal feierlich, immer wenn die U-Bahn so einfährt. So ein bisschen Brooklyn. In Ost-Berlin. Guck mal hier, Chaos, Digga, der Radfahrer. Die Autos hier, aus dem Nichts. Normales Baugerüst, so wie sie das kennen. Sehr gut. Köfte Ma. Was gibt's noch? Kaffee Le Fellows. Ach ja.
Wow, hier ist ja richtig Feeling. Freunde, mal ganz kurz eine Frage. Wo ist denn, ja, ich bin der von TikTok. Ja? Ja, wo ist denn hier dieses Holzhauser Viertel? Oder wie keine Ahnung. Bro, ihr seid hier auch gewachsen, oder? Ja. Was macht ihr denn, Mensch, außer kiffen den ganzen Tag? Nichts. Nichts, ja. Graffiti. So ist das. Sag mal, kriegt man hier überhaupt noch eine Wohnung, oder ist das schon gar nicht mehr möglich? So kriegt man noch ein paar. Schwierig, ne? Was ist das hier? Prenzlauer Berg, bin ich richtig? Ja. Ja, ist doch fast unbezahlbar, oder? Ja, geht auch. Wisst ihr, was eure Eltern ungefähr zahlen? Wisst ihr gar nicht. Ich bin so Gemeinschaft und da ist günstig. Ach so, so eine Art, ihr seid so eine Art, wie nennt man das? WG? Nein, nein, nein. Ach so. Du hast so eine Wohner-Mieter-Gemeinschaft und deswegen ist dort noch ganz gute Preise. Okay, so, aber schon vor ein paar Jahren dann sozusagen, oder? Du kriegst ja nur die alten Preise, ja, wenn du da schon vorher gewohnt hast. Die Preise steigen dort nicht wegen der Mietergemeinschaft. Ach, okay, deswegen, das ist klar. Das heißt, ihr habt da so einen kleinen Weltenschutz sozusagen. Ja. Aber die neuen, die jetzt irgendwie einziehen wollen, die kommen ja gar nicht mehr rein. Ja, krass. Heftig. Ja, danke euch. Alles Gute, ja? Ciao, ciao. Ja, wir merken, die Jüngeren, die Jungs haben keine Ahnung, weil die noch ein bisschen jünger sind. Schaut mal hier, so eine legendäre Tür, Alter. Einfach so eine Legend-Tür, so eine Oldschool Ost-Berlin-Stahltür, sowas. Heftig. Ja, der Vibe ist auf jeden Fall cool. Ich habe letztens in einem Kommentar, vor allem in einem Livestream von einem Kollegen, der gerade in Thailand, nee, wo war der gerade? In Thailand? Oder wo war der denn gerade? Ah nein, in der Domrep war der. Dann hat er gesagt, einmal ganz kurz hier im Holzhauser Viertel, oder wie nennt man das hier? Mal vorbeilaufen für das Feeling. Dann habe ich mir das heute vorgenommen, bin dann sozusagen hergefahren und dachte mir, das machen wir doch mal. Ja, abgesehen von den ganzen Mieterhöhungen hier, kriegst du ja sowieso keine Wohnung mehr. Aber so für den Vibe mal kurz gucken, für euch, damit ihr so ein bisschen Einblick habt, was hier so läuft. Ja, Ost-Berlin ist am Boomen. Ost-Berlin ist natürlich kein Vergleich wie vor 20 Jahren. Ja, ein bisschen, aber da habe ich... Ich würde sagen, 25 Jahre. Als ich hier 96 spazieren gegangen bin, 95, 96 spazieren gegangen bin als Kind, war hier keine Sau. Vor allem nicht solche Leute, die so aussehen wie ich. Ja, es ist heute eine andere Welt. So, wir versuchen jetzt zu diesem Viertel da zu kommen. Wir sind ja, glaube ich, hier. Ja, schon vor Ort. Schau mal hier, eine Mischung aus Altbau und Neubau nochmal kurz an den Seiten zu sehen. Graffiti-Vibe, so wie in Kreuzberg so ein bisschen. Ihr seht hier auch noch ein bisschen. Aber die Leute lieben das. Die ziehen hier, die nehmen sich die Wohnung hier mit Kusshand. Hier, da wir so eine Wohnung hier haben. Mittlerweile immer mehr Friedrichshain. Guck mal, hier ist schon Neubau. Ja. Viel angenehm. Aber ich würde sagen, dass hier noch mehr Deutsche leben, auf jeden Fall. Ja. Und ich würde sagen, dass hier auf jeden Fall mehr Deutsche leben. Ein großer Deutscheinfall ist auf jeden Fall noch hier. Sag mal, wie nennt sich das Ganze hier? Da war doch irgendwas mit Holzhauser, nee, Holzmanns Viertel? Kiezviertel oder so. Genau, Kiezviertel. Genau. Ja. Wie heißt das? Holzhaus-Kiez, ne? Wo ist denn das hier? Ist das hier irgendwie? Kann ich dir ja nicht sagen. Okay. Ich würde sagen, aber wenn in die Richtung. In die Richtung, ne? Aber Mensch, fragen. Ich bin doch hier der Außengeländer. Ja. Ich bin hier nur Bist du zum Gas hier? Kommst du zum Kippen her? Ja. Ciao, mach's gut. Mach's gut, ciao, ciao. Ja, ist der Geilste. Habe ich ihn erstmal unter Druck genommen, Alter. Habe ich ihn erstmal gesigned, ne? Nee, aber wirklich, eine tolle Gegend. Selber Sippi. Warum sagt die Sibbi zu mir, Alter? Ja, Sibbi. Ja, Wort für euch gerade gesagt, ja, Sibbi. Oder? Oder ist Arabisch? Selber Sibbi, Alter. Naja, auf jeden Fall. Ja, wunderschöne Gegend. Kiez. Holzhauser. Holzhauser Kiez oder Holzhaus. Wir fragen einfach mal die Nächsten hier. Hier Bars überall, in jeder Ecke. Verzeihung, darf ich euch mal eine Frage stellen? Ja, wir sind ein bisschen im Stress. Ich wollte nur fragen, wo ist denn hier das wie will man das, dieses Holzhauser Kiez? Holzhaus Kiez? Siehst du, der Helmholtz Kiez. Ah, oh, meine Fresse, genau. Siehst du? Ja. Das ist bis nach vorne. Schwere Sprache. Ja. Ja, das ist erstmal bis nach vorne, ja. Bis zur nächsten Querstraße und dann rechts rein. Rechts rein, also hier und raus und dann genau, an der ersten Querstraße. Genau, alles rechts klar. Rein und dann geradeaus und dann ist der auf alles der klar. Linken Seite. Dankeschön, danke. Gerne. Aber ich bin irgendwann mal angekommen, hat da wirklich gedauert. Ja. Ab und zu nochmal in der Grammatik. Weil Deutsch ist echt wirklich ein bisschen, ja, also
Passt schon. Aber danke, danke. Alles Gute. Ciao. Danke, Karen. Ja, ja, Karen. Das waren so typische Karens, Digga. So Öko-Karens, die hier leben, aufgewachsen sind. Du, wir sind ja aber voll im Zeitdruck, so. Wir haben eigentlich gar keinen Bock auf dich. Du, aber ich will dich ja gar nicht heiraten. Ich hab schon einen deutschen Pass. So. Schau dich das an. Ja, das hat Kiez, ne? Ja. Die erste Einbiegung gleich da rein, hat sie gesagt. Da wollen wir mal schauen. Karen. Ballhaus. Ballhaus, alles klar. Schau mal den Eingang an, auch voller Graffitis. Ist auf jeden Fall ein Kiez hier. Schaut mal hier, die Bushaltestellen sind übelst voll. Das ist ja alles überfüllt hier. Das ist ja, schaut sich das an. Wenn wir jetzt ein bisschen näher kommen, da hinten joggt jemand. Da fahren die Leute Fahrrad. Die Bushaltestelle ist übelst voll. Dann hier noch ein bisschen Graffiti an den Wänden. Das ist Berlin, Freunde. Ja, also wirklich, das ist Berlin, meine lieben Freunde. Also besser geht's gar nicht. Das ist wirklich Kiez. Im Sommer ist es auf jeden Fall noch geiler hier. Ich war sogar übrigens im Sommer hier kurz mal, als ich hier vorbeigefahren bin mit dem E-Scooter. Schon angenehm hier auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Kiez. Riesengroßer. Ach, guck mal hier, ein bisschen was frei. Kann man sich anmieten, ist wahrscheinlich unbezahlbar. Zu vermieten. Gewerbeladen, Büroeinheit. 84 Quadratmeter, 4 Zimmer. Zu verkaufen. Ach, verkaufen. Kaufen kann sich keiner leisten. Zu vermieten wäre, aber verkaufen ist eine andere Welt, Freunde. Prenzlauer Berg was kaufen? Ich glaube, da kommt es nicht so weit. Ja. Selbst vermieten wird es schwierig. Ja. Und dann hier so die klassischen Spätkaufläden, also Spätkauf. Alter, hör doch auf mit dem Quatsch. Bitte? Ja, mit dem Selfie-Stick. Ist ein öffentlicher Raum. Du kennst deine eigenen Gesetze nicht. Ja, danke. Ich brauche keine Hilfe. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Typ. Das ist so Berlin halt, ne? Ist halt Berlin mit große Schnauze, Berliner halt, ne? Der meint, hat nur Spaß gemacht. Ja. Ich hier auch. Das ist der Kiez. Pappelallee, Raumerstraße. Raumerstraße hinter mir, vor mir, an der Seite. Ja, und hier sind wir gerade vorne. So sieht das hier aus. Oh yeah. Der Inder auf dem Fahrrad, der gleich liefert. Wunderschön. Super bunt, super gemischt. Super Ambiente. Ja. Kreuzburger an der Ecke. Obwohl das hier Prenzlauer Berg ist. Ja. So, ich glaube, wir sind jetzt auch schon da am Kiez. Ich laufe jetzt da rein. Rechts, hat sie gesagt. Die Karen. Also laufen wir jetzt einfach mal rechts rein. Ah ja. Ja, hier ist natürlich keine Ecke ausgelassen worden. Hier sind ja Shops, Restaurants, Barbershops, Blumenläden, asiatisch, türkisch, indisch. Alles, was ihr wollt. Hier der erste Blumenladen, den ich sehe. Ich glaube, wir sind auch schon da. Ja, wir sind mittendrin, statt mit dabei. Ist das hier der Holzbaumkiez? Oder wie nennt man das? Ist das hier dieses Holzbaumkiez? Oder wie das nennt? Helmholtz, meinst du? Helmholtz, sorry. Ja, das ist der Helmholtz. Achso, in die Richtung, alles klar. Dankeschön, danke. Ja. Das waren sogar übrigens Italiener gerade. Ein italienisches Restaurant, glaube ich. Ja. Tja, vielleicht mal klingeln und fragen, was die Miete so ist. Wäre auch interessant. Schaut mal hier, die haben hier so mit Kamera eingebaut, alles drum dran. Wenn du klingeln solltest, so gucken die erstmal, wer du bist, oder was? Hast du hier in Friedrichshain, würde ich sagen. Hast du hier im Prenzlauer Berg so? In Köln haben die sowas nicht, weil die da die Kamera klauen werden und abmontieren werden. So, hier sind wir. Freunde, das ist der Kiez hier, oder was? Prenzlauer Berg. Tourismus und unbezahlbare Wohnungen. So sieht das hier aus. So ein bisschen Kreuzberg-Vibe, meiner Meinung nach. Na komm, wir gehen mal kurz eine Runde. Schauen wir mal, was da so los ist. Hier sind immer noch Raumerstraße. Schau mal, hallo.
Da wird irgendwie gespielt oder was? Fußballspiel? Ja, ist super schön hier trotzdem. Im Sommer ist es hier wirklich sehr, sehr angenehm. Ich bin jetzt öfter mal hier vorbeigefahren, nicht nur einmal. Ab und zu komme ich auch hier vorbei. Ja? Schaut mal hier, das sind aber alles Altbauten. Das sind auch alte Gebäude. Das ist alles alt. Das hat auf jeden Fall nichts mehr mit Neubauten zu tun. Ja. Das ist hier der Kiez. Die Leute spielen Fußball, die Kinder. Hier erneuerbare Energie. Elektroautos werden geladen. Ja, sehr, sehr spannend. Wir wollen da nicht näher rangehen zu den Kids, weil wir die nicht auf den Sack gehen wollen, aber wir können da so ein bisschen von weiter her filmen. Ach, die spielen Basketball, die spielen keinen Fußball. Im Osten spielt man Basketball. Im Westen mehr Fußball. Also. Im Westen mehr Hertha BSC und im Osten mehr Unioner. Und so sieht das aus. Die Kids machen ihr Ding. Oh nein, jetzt wurde ich erkannt. Ja, scheiße. Ja. Oh nein, Freunde. Spielt weiter, spielt weiter. Alles gut. Ihr sollt nicht unterbrechen wegen mir. Ja, wie geht's? Alles klar? Ja, Bruder, Dankeschön, 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 Dankeschön. Wie geht's euch? Alles gut? Was checkst du heute wieder? Ich check hier so ein bisschen, was hier so geht. Prenzlauer Berg. Wohnt ihr hier alle? Lebt ihr hier alle? Wie ist das hier zu leben? Ist gut. Ist schön, ja, sagst du? Hi, was geht ab? Alles gut? Ist auf jeden Fall gut, ja. Ja, ey, viel Spaß wünsche ich euch, ich wollte euch jetzt nicht aufhalten. Ich habe eine Frage, ja. Du versteckst ja manchmal so Geld und ab und zu, ab und zu, ja. TikTok ist Unterhaltung. Aber machst du das wirklich? Ja, natürlich. Also, du lässt das wirklich da? Ich gehe mit dem Kopf, dass wenn ich jetzt so ausstrecke mein Handy, dass das jemand greift und wegläuft, dann ist es weg. Ich gehe immer mit dem Gewissen. Ah, du bist doch der immer sagt, die AirPods kostenlos. Zum Beispiel. Ja, ja. Heute machst du nichts. Meint ihr, ich muss meinen Content behalten oder umändern? Mach weiter, genau so wie du bist. Weiter meinst du, ja? Du musst, guck mal. Gut, Comedy kommt natürlich bei den Jüngeren an, ne? Alles klar. Danke euch, ja? Ich muss dich nicht ändern, für andere Menschen. Du hast recht, Bruder, du hast recht. Genau so. Mach's gut, mein Lieber. Ja, genau, genau. Ich bin jetzt gerade auf YouTube. Hast du mal in der U-Bahn so hieß es unterhalten? Ja, genau, sowas halt, ja. Mach's gut, ja? Ciao, ciao. Sag mal, wie lebt sich das hier so? Chillig. Ist das schön? Ja, cool. Wir sind denn hier Miete? Ich glaube, sowas wie Miete weiß ich nicht, aber was sagen deine Eltern immer? Oh, es wird immer teurer oder meckern die so ein bisschen oder sagen die, es ist alles okay? Ja. Wie sind denn die Mietverhältnisse hier? Ja, also hier ist natürlich alles teurer geworden. Teurer, ja? Also kommt man hier überhaupt noch rein oder hat man gar keine Chance mehr? Naja, also wenn man früh genug eine Wohnung gekriegt hat. Alles klar, das heißt heute nicht mehr, ne? Heute eher schwierig. Geil, alles klar. Danke dir, mach's gut, ne? Ciao. Ciao, ciao. Ihr habt's gehört, Freunde. Der junge Mann hat es auch gerade gesagt. Es ist einfach unmöglich, wenn du so eine Wohngemeinschaft hast oder Leute kennst, die Leute kennen. Leute zum Beispiel irgendwie die Hausverwaltung kennen oder die Firma kennen, dann wahrscheinlich ist das immer 50-50 so. Ja, dann musst du der Gemeinschaft dann noch wahrscheinlich auch noch gefallen und die Leute im Haus oder sonst wo müssen Ja sagen. Woher weiß ich das? Das kenne ich auch so aus Neukölln mittlerweile. Aus Neukölln, Friedrichshain, das ist ja auch so. Die Leute entscheiden insgesamt dann auch noch, ob du da reinpasst, weil das ja alles immer mehr zum Kiez und Gemeinschaft wird und weil du dich ja auch mit Leuten verstehen musst. Ja, keiner will Leute haben, die irgendwelche Briefkasten kaputt machen oder auf den Boden spucken im Flur. Das alles wollen sie alles nicht mehr haben. Also die Häuser sind mittlerweile auch oder die Wohnungen mittlerweile auch mit den ganzen Nachbarschaften sind auch sehr, sehr sauber geworden, weil keiner extra zahlen will oder extra Reinigungsgebühren zahlen möchte, weil es nun mal so teuer ist mittlerweile überall. Ich glaube, das ist auch irgendwo verständlich. Ne? Ja, ein toller Kiez, tolle Leute. Ich dachte mir, oh nein, die haben mich jetzt erkannt, ey, gar keinen Bock, aber die waren sehr freundlich. Die waren sehr freundlich. Die haben kurz Hallo gesagt und sind dann wieder weggegangen spielen. Wieder zurück in ihre Welt. Ja. Da finde ich die Neuköllner so ein bisschen penetranter. Ja, Bruder, was los und so, let's go und so, weißt du, dann. Aber trotzdem auch herzlich, ja. Die Neuköllner sind dann auf jeden Fall, unterhalten sich länger mit einem als die Leute im Prenzlauer Berg. Gut, ist eine andere Gegend, gehobene Gegend. Die anderen Jungs wollen ja mehr Unterhaltung mit dir. Also ich würde sagen, dass die Leute in den Brennpunkten sozialer sind als die Leute hier. Obwohl die ja auch sehr sozial sind, bloß die haben ja halt ihre Grenzen, alles in Maßen. So. Und Neuköllner sind dann so schon so impulsiver und barmherziger, würde ich sagen. Nicht, dass die Jungs hier kalt werden, aber ich sage einfach nur aus Erfahrung, dass da mehr Offenheit herrscht. Und natürlich auch die Leute sich mit einem identifizieren, weil ich nochmal ein bisschen dunkler bin, klar. Aber die Leute waren jetzt auch nicht die hellsten vom Aussehen. Und ja. Ja, Tischtennisplatten, Spielplätze. Ich glaube, ein paar Crackies hier rumhängen. Eigentlich
alles mit am Start. Ja. Jetzt, ja. Das ist ein toller Ort an sich. Ja, schöner Ort, auf jeden Fall. Ja, schaut mal hier, die ganzen Schuhe, auch super interessant, ne? Ja, das habe ich auch schon mal gesehen in diesem Jahr im Sommer. Das sind alle Schuhe, die hingeworfen werden oben, die dann hängen bleiben. Ich weiß nicht, was das für ein Ritual ist, wofür das ganz genau ist. Aber scheint interessant zu sein. Ja? Hier nochmal so ein Park gegenüber. So ein kleiner Park, wo man sich auch hinsetzen kann mit so zwei, drei Bänken. Und da kommen die Leute her, um sich zu entspannen wahrscheinlich. Oder so eine Art Hundeplatz. Ist halt lustig. Ihr seht es hier, so ein kleiner, unscheinbarer Park. Dann hier so die Statue, der wurde im Mantel angezogen. Das ist Prenzlauer Berg, Freunde. Einfach so. Irgendwie was rübergezogen, Mantel. Dann hier ein bisschen Wiese, ein bisschen Park. Frau spazieren mit dem Hund. Hund ausführen. Ja, aber wie gesagt, die Gegend ist hier auf jeden Fall, wenn du jetzt hier wohnst, gegenüber dem Park hier, jetzt im Kiez. Dann bist du ja komplett im Kiez. Ich glaube, hier hast du keine Chance. 1.500, 1.600. Zwei Zimmer. Ich glaube, unter zwei Zimmer kriegst du ja auch gar nicht. Ein Zimmer ist mindestens 800 Euro. 800. Ist 1.100 Euro. Und wenn du dann mehr willst, musst du auch natürlich mehr zahlen. Hier gibt es Safe-Wohnungen, die 2.000 Euro kosten. Ja, zwei Zimmer. Das sind nicht mal, das ist dann nicht mal drei Zimmer Familienwohnung. Das ist wirklich so. Eins, zwei Zimmer, die unbezahlbar sind. Und die ganzen anderen Wohnungen, die vielleicht so 5, 6 Zimmer sind, 3 bis 5 Zimmer haben, angenommen, sind dann safe 2,8, 3, 3,5. Ja, das sind Preise. Du gehst arbeiten, du wohnst da kaum, du gehst da nur zum Schlafen hin. Ja. Und zahlst natürlich so viel Geld. Ich glaube, Leute, die hier wohnen, müssen mindestens 4.000 bis 5.000 Euro verdienen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Lettestraße. Also 4.000 bis 5.000 Euro brutto. 4.000 Euro netto, Maximum. Ja. Dann gibst du deine 2.000 für die Wohnung aus und hast 2.000 für dich. So stelle ich mir das vor. Ja. Die Müllabfuhr hier. Die Müllabfuhr ist öfters wahrscheinlich da auch abends, weil hier einfach zu viel los ist. Weil hier einfach sehr viel los ist. Ja. Oh, ich komme ganz zur Seite. Ja. Ja. Alles gut. Ja. Der Müllmann sagt nicht hinfallen. Ja. Ihr seht ja, was hier los ist, ne? Ja. So ein bisschen Müll sieht man hier, auch Leute, die hier nach ihren Haustieren dann nicht mehr sauber machen. Ein bisschen Scheiße, ein bisschen Papier. Ja, ist aber mäßig. Ist noch mäßig. Also zum Vergleich zu Neukölln und Kreuzberg ist das noch sehr sauber hier. Ja? Also das ist auf jeden Fall vertragbar. Verträglich. Und das ist hier natürlich der Standard. Ne? Alte Türen, bisschen Graffiti. Lakers. Ja, Kinder sind doch etwas Tolles, oder? Aber meine eigenen nur. Freunde, ja, das ist der Kiez. Gefällt mir sehr. Wie gesagt, diese kleine Unordentlichkeit an den Ecken ist ja nichts Schlimmes jetzt. Kein Vergleich zu Neukölln. Deswegen daher auch Prenzlauer Berg. Bitch. Lichener Straße. Habe ich das jetzt... Lichener Straße. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, aber... Tschetschener Straße. Lechener Straße, Lette Straße. Ja. Das würde echt Tschetschener Straße heißen, wenn das LY weg wäre. Das wäre mal was. Friseursalons, Spätkäufe, Bars, Shisha-Bars sehe ich neuerdings. Ich habe hier noch nie Shisha-Bars gesehen, aber vorhin bin ich wirklich an zwei vorbeigelaufen. Heftig, ein sehr, sehr toller Ort. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Geschehen. Da in der Innenstadt von Prenzlauer Berg. Ja, wundervoller Ort, auf jeden Fall. Also hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, so alte Schuhe, die rausgestellt werden zum Verschenken, weil die keiner wegwerfen möchte. Verschenken die Leute natürlich hier alles. Und ja, schaut euch natürlich mal hier die Wohnungen an. Mit so einem Wintergarten mäßig, so ein, was soll ich sagen? Ja, heftig.
Ja, die Wohnungen sind auf jeden Fall teuer hier. Ihr habt es gesehen, selbst der Kleine hat da so ein bisschen Plan. Echt? Ja. Lischena-Straße. Ja. Das ist ein One-Take. Ich hoffe, die Reise hat euch auf jeden Fall gefallen. Das ist so the finest of Prenzlauer Berg. Hier so ein paar Second-Hand-Shops auch an jeder Ecke. Das ist ja klar, das kennen wir auch aus Friedrichshain, den Stil. Und ja, die Leute kommen trotzdem her und sowas boomt auch zur Zeit, oder? Die Leute kaufen sich jetzt, vor allem hier oder Friedrichshain ist es so, das sind jetzt keine Leute, die irgendwo zum Gucci-Store rennen. Also das sind schon Leute, die, würde ich einfach mal sagen, bodenständig sind. Nicht so wie die Leute am Kudamm, so da in die Richtung. Charlottenburg, der goldene Westen, der mal früher war. Heute ist halt so ein bisschen alles Ost-Berlin-Vibe so. Ja, ist schon cool hier, ja. Auf jeden Fall. Guck mal hier, die ganzen Balkons. Jetzt so ein bisschen Grünzeug drauf. Ja, aber wie gesagt, die Gegend hier, da kommst du nicht rein. Hier kommst du nicht mehr rein. Hier kommst du auf gar keinen Fall mehr rein. Ja, egal wer du bist, egal wie du aussiehst. Ob Kennex oder Leute aus NRW. Du musst schon das nötige Kleingeld haben. Oder du hast eine Wohnung, die du mal damals geholt hast von den Eltern oder sonst wer. Die ganzen alten Mieten, da dürfen die auch nichts dran schrauben. Vielleicht minimale Staffelmiete. Aber sonst kommst du hier nicht mehr rein. Also wenn du irgendwie neu dazuziehen willst, Prenzlauer Berg, keine Chance. Nicht mehr wirklich. Ja. Aber man sagt ja fast unmöglich. Deswegen ist es, vielleicht gibt es ja so Möglichkeiten. Sorry. Kein Problem, alles gut. Ja, und dann auch hier nochmal schöne Hinterhöfe zu sehen. Auch nicht unbedingt mein Fall, aber hier, darum kämpfen die Leute auch hier, um solche Wohnungen zu bekommen, hier an den Ecken. Selbst wenn das so ein hässlicher Hinterhof ist, bist du trotzdem hier direkt im Zentrum. Und hier kostet eine Wohnung auch safe 700-800 Euro. So ein Zimmer habe ich schon gehört, eineinhalb Zimmer nicht mal. Ein Zimmer mit einer Abstellkammer. Also hier kriegst du gar nichts mehr. Ja. Geschweige von 3-4 Zimmerwohnungen. Familienwohnungen sind ja komplett explosiv. Da ist schon lange vorbei, Freunde. Ja, wir gehen mal ganz kurz hier bis zur Ecke und dann beende ich auch meine Reise hier im Prenzlauer Berg. Ich sehe hier Jalousien unten und zack, Graffiti drauf. Und so leben die Leute hier. Sie lieben das. Sie lieben das. Leute aus außerhalb, aus allen Städten Deutschlands kommen hierher, um extra hier wohnen zu dürfen. Ja, ist schon ein Phänomen auf jeden Fall. Berlin hat auf jeden Fall eine Anziehungskraft. Keiner ist so groß und so brutal schön und bunt wie Berlin. Und keiner ist von seiner Vielseitigkeit so vielseitig und populär wie Berlin. Du hast hier Zeitungswagen an den Ecken, die später am Abend oder nachts ausgeteilt werden, der Typ, der hier zur Arbeiten kommt. Dann hast du hier einfach so einen Einkaufswagen, der einfach so ruhig, seelenruhig alleine vor sich hin steht. Ja? Und damit ich habe euch mal kurz die Dimension gezeigt, dass der wirklich nicht abgeschossen ist oder so. Und dann hast du so Leute von Akademiker bis Student, Künstler bis Arzt, Facharzt bis Student. Keine Ahnung, Alter. Also hier hast du wirklich alles. Ruhig an jeder Ecke. Tja, das war's auch schon mit dem Video, Freunde. Mein Name ist J6, All in the Mix. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich zur nächsten Reise. Danke fürs Zugucken. Wir gehen jetzt zurück zur U-Bahn, ja, zur S-Bahn, besser gesagt. Und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Ja, wunderschöner Ort. Auf jeden Fall. Das sind hier nochmal ganz kurz zu zeigen. Das sind hier ultra alte Gebäude. Ja. Und ich bin heute wirklich sehr, sehr happy, dass ich mit Social Media angefangen habe. Egal wo ich hingehe, egal in welchem Bezirk in Berlin, kann ich wirklich sagen, dass mich jeder Einzelne, nicht jeder Einzelne, aber jeder Dritte bis Vierte mich erkennen tut durch meine Social Media Arbeiten. Ob ich jetzt Blödsinn auf TikTok mache oder meine ernsten, seriöse Schiene hier auf YouTube mache, für die Älteren unter euch, für die ganzen Leute, die deutschlandweit schauen und immer gerne mal gesehen haben wollen, was wo an den Ecken abgeht und es halt niemand wirklich richtig zeigt. Und ja, ich habe mir das zur Aufgabe gemacht und ich bleibe natürlich dran. Stargarder Straße. Und ja, auch hier nochmal ein asiatisches Restaurant. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, ich bin sehr, sehr happy, dass ich mit dem ganzen Social Media Zeugs angefangen habe und dass ihr mich so weiterhin so nachhaltig unterstützt. Dankeschön, mein Name ist J6, All in the Mix. Bis zum nächsten Video, Daumen nach oben.
abonniert doch mal bitte diesen Kanal, die Leute, die es immer noch nicht gemacht haben, es wird ja langsam peinlich, ihr müsst nicht mehr nach mir suchen immer wieder, ihr könnt einfach mal abonnieren, dann müsst ihr auch meinen Namen nicht mehr in der Suchleiste angeben. Ich sehe ja mal in der Statistik, wenn Leute eingeben, wir haben ja eine richtig intelligente Statistik, YouTube ist ja wirklich eine eigene Welt, ist ein super intelligenter Algorithmus und er gibt uns und er zeigt uns alles, was die Zuschauer machen. Ja, so können wir auch interagieren und für euch die bestmöglichen Videos raushauen. Vorne, bis zum nächsten Mal. Grüße aus Berlin, Prenzlauer Berg.